Oh doch, bald findet wieder ein Splatfest statt. Und zu welchem Thema? Ah, Sekunde, die Entscheidung fällt in diesem Moment. Ich bin so aufgeregt, ich will's endlich wissen. Und da ist es, das Thema für das Splatfest. Lass hören. Na gut, ich werde nun das Thema verkünden. Das amtliche Thema des baldigen Splatfestes ist... Trommelwirbel. Tada! Ja. Damit willkommen zurück zu Splatoon und das neue Splatfest. Ist ernsthaft Pokémon? Wahrscheinlich werden mich jetzt viele hassen. Aber ohne Scheiß, ich hasse Pokémon. Okay, hassen nicht, aber es interessiert mich einfach null. Deswegen ist das behindert. Das ist so dumm. Deswegen interessiert mich das nicht. Ich werde aber rot wählen, weil... Ja. Ah, die sind auch andere Maps. Das Tümmlerkuppel hatten wir irgendwie so gar nicht. Oh, Kofferfisch. Ah, Bund. Einmal meine Hassmap und einmal meine Lieblingsmap im Rangkampf. Das ist immer wieder so typisch, ne? Und... Kommt drauf an, welcher Modi, ne? Welcher Modi ist das? Ich wollte gar nicht auf... Ah, egal. Stimmen wir erstmal ab. Ich werde rot nehmen, weil ich letztes Mal im Team Ninja war und blau war und ich habe keinen Bock mehr auf blau. Deswegen nehme ich jetzt rot. Einfach nur so. Fertig. Diesem Team beitreten kann nicht mehr geändert werden. Ja, das ist mir egal. Ja. Auf jeden Fall könnte ich sogar ein bisschen rerollen, ein paar Effekte, wenn ich einige Effekte habe. Wahrscheinlich werden viele Team rot wählen. Das wäre aber auch schlecht, weil dann zu viele rot wählen und wenn blau in Unterzahl ist, gewinnen die wieder durch Siege und das ist so dämlich. Ich finde, durch Siege sollen die einfach normal zählen und nicht so 5-10-fach oder so. Das ist richtig dumm. Naja. Gehen wir auf Felder. Dann könnt ihr mal sehen, wenn man keine Muscheln mehr hat, dass man damit Geld zahlen muss. Und zwar 30.000 und das ist nicht gerade wenig. Und wieso habe ich hier auf Kleidung neu? Ach, wegen des Splatfest-Scheiße. Habe ich irgendwie eine Kleidung, was mit der bis auf den Sack geht? Ah. Hm. Ja, das hier, ne? Aber da kriege ich irgendwie nie wirklich tolle Dinger. Das wäre eine Möglichkeit und das hier halt, ne? Ich probiere das hier einfach mal. Ich reroll zweimal, wenn es scheiße wird. Weil ich will bei 800.000 so ein bisschen bleiben. Natürlich ist das Müll. Sigi, du bist ein Arsch. Komm, jetzt mach mal hier zwei gleiche Effekte oder am besten drei und zeig, wie geil du bist. Komm schon. Hallo, ich nehme das hier auf. Zeig, wie geil du bist. Du bist also nicht geil. Alles klar, dann hast du dich jetzt selbst gedisst. Auf jeden Fall Pech. Dann nicht. Du willst mir nur die Kohle abzocken, du Arsch. Dann halt nicht. Ach, ich spiele dann immer gerne mit ein paar Leuten aus meiner Gruppe ein bisschen Teamkampf. Natürlich nur diejenigen, die S sind oder dem der Rang egal ist. Dann meistens sogar, wenn man B ist oder C. In Wirklichkeit aber auch besser, dann... ja. Ich werde jetzt aber jemanden joinen, falls jemand da ist. Und werde kurz schon mal meine Rüstung machen. Hat denn jemand offen? Nein, warum nicht? Warum hat denn kein Mensch offen? Warum? Ist denn hier jemand? Ja, vielleicht join ich sogar Waffel. Hm. Nee, das mache ich nur in Privaträumen, nicht in Standardkämpfen. Nee, das meine ich. Welche Waffe wollen wir denn heute spielen? Ich habe gar nicht nachgedacht. Wir hatten einmal auch die Elita, ne? Wo ich auch nicht unbedingt schlecht mit war. Die Gallon hatten wir ja vor kurzem. Pff. Oh ne, Klotzer sind alles scheiße. Wir können jetzt 96 Gallon Deko jetzt nehmen, ne? Aber, ich weiß gar nicht, welche wir alle noch nicht hatten. Diesen hellen Waffe Replik haben wir noch nicht, ne? Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe gerade auch nicht meine ganzen Dinge auf dem Schirm. Und das ist übrigens der gleiche wie der Kleckser, einfach nur eine andere Form.
Nur mal so als Info. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist so wieder schön typisch für mich. Dass ich einfach nicht weiß, welche. Ich könnte auch einen Blaster nehmen, aber ich bin so schlecht damit. Ich kann damit einfach nicht. Leute, ich kann damit nicht. Wisst ihr was? Ich nehme diesen Fernblaster SE. Aber ich glaube, den hatte ich schon mal, ne? Oder hatte ich nur den Blaster SE? Moment, wo ist denn der Blaster SE? Hallo? 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 Da. Hatte ich das... Hatte ich den? Ach komm, wir nehmen einfach den Fernblaster. Scheißegal. Wir nehmen den jetzt einfach. Reichweite. Explosion. Feuerrate ist natürlich am Arsch. Oh ne, da habe ich keinen Bock. Dann nehme ich irgendeine Schusswaffe, aber ich weiß nicht welche. Komm, wir nehmen den normalen Platscher. Fertig. So, Angriff. Tintenwall nutze ich eh null. Deswegen mehr auf Regeneration, würde ich sagen. Ne? Ja. Einfach mal so, egal. Deshalb, wir sehen uns dann im Standardkampf. Friends. So, das erste Match startet in der Tümmlerkuppel mit dem wunderschönen Pink. Und diesmal werde ich, glaube ich, nur 3 Matches machen, weil ich schon 6 Minuten allein so ungefähr schon hier gelabert habe. Wegen dem Splatfest und so. Kack. Wir hatten ja auch einmal den Blaster SE, der Instabomben hat. Meine Dinger. Oh, hier hätte man Hauptverbrauch oder sowas nehmen sollen. Aber das habe ich ja nicht. Weil Sigi ja so toll ist. Wenn er mich verarschen will. Das will er nämlich. Mehr will er gar nicht. Das ist eine Fernwaffe. Und das ist richtig... Ach, ich habe eine Wall, ne? Langsam kann ich die Walls echt nicht mehr sehen. Nein! Alter, willst du mich verarschen? Die Elita wollen immer mit von nahem immer diese Kack-Insta-Bomben. Ich hätte auch gerne Insta-Bomben gehabt. Deswegen ist der Platz hier, damit ihr gar nicht erst herkommt. So kann man auch ein bisschen Zeit schinden. Das hat auch was Gutes. Und da ist ein Kack-Blaster. Ich sehe das. Ein Scheiß. Nein, das kann da gleich wieder weg. Das Problem ist, hier muss man richtig... Hallo! Wenn man natürlich wegen einem kleinen Zipfel nicht hochkommt. Das ist immer wieder so typisch, ne? Und ich hasse Balls. Bei der Gallen ist es ja noch okay, aber hier bei diesem Platscher ist da richtig scheiße. Weil ich hier bei Platscher immer zu blöd bin zum Zielen, weil die richtig scheiße ist zu spielen. Das ist einfach ätzend. Tschüss. Hallo, warum lebst du noch? Du musst mich eigentlich verarschen. Ich habe eine höhere Reichweite, Digga. Du bist tot. Ja, schön laggy. Mal wieder. Hier, schön mein Tinferno, please. So, jetzt blickt ihr mich nicht. Tinferno könnte man auch gut als Ablenkung benutzen. Ja, komm her. Ich habe eine höhere Reichweite. Ich kill dich. Please. Ah, schöne Sniper. Hau mal ab da. Ich bin richtig von unten gekommen. Versteht ihr? Richtig von unten. Schon wieder von unten. Oh ja, komm her. Tschüss. Das ist natürlich geil bei Fernkampfwaffen. Wenn man gut zielen kann damit. Und dann richtig schön von der Ferne richtig schön umbringen. Ach, das ist herrlich. Will jemand meine Wall ins Gesicht bekommen? Okay, und der Ferne ist die richtig geil. Nö. Hallo? Warum stirbt er nicht? Ich habe ihn 10 Millionen Mal angehittet und er stirbt einfach nicht. Wie viel Hits braucht denn der? Und ich habe auch noch Angriff drauf, also bitte. Okay, es sind, ist jetzt mal wieder laggy, ne? Deswegen, ja, kann ich das verstehen, ne? Also in meinem Sinne war er für mich tot. Ja, der hätte noch einen Hit gefehlt. Kommt jetzt, ne? Ja, ja. Sie ist schon kommen. Trotzdem hat sich ein gutes Team, obwohl einer ja nur Kuh heißt. Und ja, ein schöner Einstieg. Obwohl, die waren fast nur Sniper. Was zur Hölle.
Und ich bin mal gespannt, wer von euch auf der Freundesliste mir gleich auf den Sack geht. Ich tippe mal, vielleicht Kiel? Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall einer joinen. Kiel, der Pfosten, ist zum Glück nicht da. Und dafür ist, glaube ich, das ist glaube ich, Andy. Der hat sich jetzt umgenannt in Ghost. Warum auch immer. Ja, mit seinem Generaler, also es ist Andy. Ah, wird das herrlich. Er will mir damit auf den Sack gehen. Aber ich habe eine Fernkampfwaffe. Wenn ich ihn da schön mit penetrieren kann, wäre das natürlich geil. mit der Gallan habe ich ja auch einige Male schön die Dünerroller umgebracht. Das war so ein richtig schönes Gefühl. Hier, ihr könnt gerne mein Inferno haben. Das schenke ich euch mit Lieben gerne und ich hoffe, ihr nehmt das an. Es ist sehr nett gewesen, ne? Es hat so euch schöne Farbe beschert, also seid zufrieden. Da war sogar Andi am Rollen. Guck mal, ich kann sogar hier rüberschießen. Voll geil. Lol. Verpiss dich. Tschüss. Ah, ist das geil. Das ist eine Schusswaffe in Sniper-Form. Richtig episch. Nur, dass sie nicht one-hitted, sondern mehrere Hits braucht. Ich kann richtig darüber schießen. Das ist voll episch. Ja, kannst gerne da am Spawn bleiben. Ich hol mir mal alle eure Farbe. Ah, ist das geil. Oh, richtig geht's Infernos und einer ist sogar gestorben von durch das Inferno. Nö. Aber nicht durch meins. Warum nicht? Hier ist es mir zu ruhig. Das kann nicht sein. Das. Nein, natürlich nicht. Nö. Einfach nö. Da will jemand Stress. Nein! Andi! Du kleiner Sack. Ah. Mann, warum fährt die hier nicht ein? Das ist echt eine coole Killwaffe. Oh, nice. Nice Shot. Und noch ein nice Shot. Andi wurde richtig schön gekillt. Nice. Hier kann man so richtig geil rüberschießen. Das ist voll episch. Das ist das Geilste. Die Reichweite ist einfach mega. Die Reichweite ist so mega geil. Warum wäre der Gegner hier noch nicht? Warum? So, diesen Scheiß dann nochmal umfärben, damit wir gleich mal die Führung wieder bekommen. Alter, viral, die Reichweite ist. Wow. Die ist eigentlich schon fast so wie der Sepiator, kann das sein? Ich bin nicht hier. Nö. Ja, genau. Da. Nö. Dein Freund da, der da jetzt kommt, kann sterben gehen. Haha, Andi. Bitteschön. Der auch versucht, hier zu kommen. Keiner? Dann halt nicht. Nice. Andi, porte dich lieber nicht zu deinem Teammates. Du wirst immer sterben. Immer. Das ist mein Rat an dich. Ah. Was? Wir haben verloren? Bitte? Willst du mich gerade verarschen? Ich habe gerade nicht gesehen, wie viel Prozent, aber ich schätze mal, das war knapp. Und es regt mich jetzt schon auf. Team, ihr seid Lappen. Mann, richtiges Lappen-Pink. Und schon wieder bin ich... Tümmlerkuppel ist geil. Aber warum schon wieder pink? Nicht, dass ihr jetzt denkt, hat die jetzt nochmal das zweite Match dasselbe genommen. Was mir mal passiert ist, dass ich aus Versehen zwei Matches gleich hatte. Das habe ich wohl beim Schneiden nicht gemerkt, deswegen sorry. Ich glaube gar nicht mehr, welcher Part das war. Das ist auch schon ein bisschen lange her. I don't know. Wenigstens habe ich jetzt Andi in meinem Team und auch Tim, damit die mir wenigstens nicht auf den Piss gehen. Das ist herrlich. Für das letzte Match brauche ich das auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die Videos nachher alle... Ja, das ist Inferno, nö. Ich weiß gar nicht, wie ich diese ganzen Videos hochladen werde. Ob ich überhaupt noch welche Videos habe, wenn ich wieder da bin von der Klassenfahrt. Ich bin ja immer noch am Vorproduzieren. Ja, ist das schön. Wahrscheinlich muss ich noch die ganze Nacht durchmachen. Wegen den ganzen Thumbnails und bla.
Du hast meinen Freund umgebracht. Das finde ich jetzt aber nicht nett von dir. Ich habe immer noch eine höhere Reichweite. Ja, geh weg! Guck mal, ich kann richtig meine Gegner einschüchtern. Ah. Warum portet ihr euch eigentlich immer zu mir? Bei mir ist es immer gefährlich, das solltet ihr wissen, ne? Nö, ich werde das schon um, keine Sorge. Ich würde gerne mein Inferno haben, aber irgendwie ist es zu wenig Farbe dafür. Dankeschön. Hier, please, Gegner. Was? Die sind bei unserer Base, ihr Lappen. Mach du mit deinem Scheiß da. Hier, please. Mann, jetzt verpisst du dich, ne? Richtig Teamarbeit, richtig angekackt hier. Komm, Andi, wir färben diesen Müll hier ganz wieder um, ne? Jetzt schließe ich unser Spawn. Kann ich auch alleine. So ist es nicht. So, hier noch ein bisschen chillen. Aber ich würde gerne noch mal ein paar Gegner umbringen. Das ist langweilig. Da. Was geht denn hier ab? Wie viel Stress, ja? Mann. Ich will dich doch gerne umbringen. Jetzt komm doch her, du Lappen. Was für ein geiles Battle hier. Was ist denn der? Verpiss dich einfach. Das ist richtig geil gerade eben gewesen. Jetzt stirb doch. Mann, Andi, bring ihn doch um. Der Sniper gerade eben, das war so geil. Das ist so episch gewesen. So richtiges Fight-Battle. Hier, da, nimm dein Schutzschild. Ja, genau. Wie sich sie denn mal alle zurückziehen, na, ist ehrlich. Ich fühle mich wieder King. Big Boss. Aber das haben wir gewonnen. Wenn nicht, bin ich richtig blind. Aber nein, das kann einfach nicht sein. Ich habe keine Farbschwäche. Dankeschön, Spiel. Wenn du jetzt gesagt hättest, dass das Team Grün gewinnen wird, dann wäre ich mich erschießen gegangen. Und ich habe einen gekillt und bin sogar nicht gestorben. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Hey, nice. Ich konnte gar nicht so viel killen. Das hat alles mein Team übernommen. Warum? Deswegen, ich hau jetzt ab. Und damit würde ich mich auch interessieren, obwohl es wahrscheinlich dann zu spät ist. Vielleicht nehme ich das ja auch als erstes für ein Part. Keine Ahnung. Ne, man kann ja alles machen. Ist ja nicht so. Welches Team ihr gewählt habt und warum mögt ihr Pokémon? Oder sagt ihr, habe irgendwas genommen, weil ich bin eh nur für Muscheln und für Noobs killen. Tja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in dem nächsten Part von Splatoon. Ciao, Leute.